Hey, oh Leute, hier ist euer Soulcruiser mit einer Runde ETS. Und ja, ihr wisst ja, ETS fahren wir zusammen mit ProMods und RussMap. Und ja, ich wollte jetzt ja mal, wie ich schon in den letzten Videos gesagt habe, mal irgendwann mal eine Tour machen, aber so langsam Richtung Island kommen. Ja, ich will mal Island sehen. Und jetzt habe ich die erste Tour angenommen Richtung England rüber. Und ja, die werden wir dann mal machen. Ich schmeiße die Kiste mal an mit unserer Starttaste. So, da läuft er. Und dann würde ich sagen, ab in die Cockpit-Sicht und wir holen unseren Tanker mal ab. Wir müssen, ich habe jetzt gar nicht geguckt, was das genau ist, was wir da aufladen. Oder gucken wir dann gleich. Aber es ist auf jeden Fall ein Tanker gewesen. Wir gucken mal eben. Kommt nix. Rum da, Ruder. Nicht direkt wieder kaputt fahren, die Kiste hier. So. Muss mir noch einen Knopf hier anlegen, um die Sicht immer wieder gerade zu machen. So, und jetzt erstmal Hakengas. Wir sind im Moment noch in Berlin. Für die Leute, die es nicht erkennen, es wirkt alles ein bisschen anders durch die Pro-Mods. Es sieht einfach ja, belebter aus, echter aus, geiler aus. Viel mehr kann man da auch gar nicht zu sagen. Außer, dass auf jeden Fall geiler ist. Wir fahren unseren DAF. Den hatte ich ja extra schön ausgestattet mit den ganzen Wackelköppen. Damit wir in Russland immer genau sehen, wenn es hier hoppelt. Und ja, alles ist gut. Wir fahren noch immer mit dem Trustmaster TX. Ist klar, das ist mein Wheel, Leute. Und das ist auf jeden Fall mega. So, jetzt müssen wir gucken. Hier ist das ein bisschen komplizierter als die Straßenführung. Aber ich glaube, wir müssen weiter geradeaus. Yes. Führt aber gerade so ein bisschen. Sah komisch aus, wo wir fahren müssen. Aber ist alles gut. So, ich hoffe mit Ton, Lautstärke, Spiel, oh, da war ein Flugzeug, Lautstärke, Spiel und mein Mikrofon passen. Ich habe da nämlich ein bisschen was rumgemauschelt, dass das ein bisschen lauter alles kommt. Aber das werden wir dann später sehen. Ich sehe die Ausschläge, der DAF ist eh, von außen ist der DAF nicht der lauteste, von innen. Von außen ist er schon ein bisschen lauter, aber von innen nicht. So, aber wir fahren ja durch Lenkrad eh eigentlich nur von innen. So, müssen wir mal gucken. Müssen wir noch irgendwie eine Lösung suchen, dass ich hier besser hin und her gucken kann. Hatte ich das nicht hier? Doch, hatte ich. So. Ah, nice! Stimmt, das hatte ich ja eingerichtet. Warum sagt mir das denn keiner? So kann ich nach da gucken und nach vorne. Dann brauche ich nämlich die Maus nicht. Dafür habe ich ja hier die Taste, also das Digipad, um in die Richtung hier zu gucken. Sehr schön. Gut, hier müssen wir rechts ab und dann müssen wir gleich schon den Anhänger da holen. Ja, wie gesagt, wir machen jetzt die Tour. Ich guck mal, wie lange wir dafür immer brauchen. Die Parts, oh wow, Alter, hier stehen Autos am Straßenrand. Die Parts werden wie immer so circa bis 17, 20 Minuten lang sein, so um den Dreh. Viel schneller habe ich die Parts eh nie geschafft. Manchmal waren die sogar länger. Ich werde das so machen. Also ich wollte eigentlich wieder viel mehr Landwirtschaftssimulator machen. Hatte ich euch ja kaputt. Hier sind auch Löcher kaputt. Mehr Landwirtschaftssimulator machen. Aber Landwirtschaftssimulator hat bei mir ein kleines Problem. Momentan mit OBS, wenn ich aufnehmen will. Und das muss ich erstmal wieder beheben. Irgendwie spackt das rum nach einem Update. Aber dann machen wir hier ein bisschen ETS. ETS kommt dann... Ja, dann kommt halt ETS... immer um 12. Ich gucke, dass abends noch Forza kommt. Ich muss einfach gucken. Wie gesagt, Leute, ich kann nicht oft genug sagen, das ist ein Hobby. Ich versuche so viel wie möglich für euch aufzunehmen und ja. Oh, ja stimmt, hier ist das jetzt auch drin mit dem, da war ich letztens bei ATS. Ich habe ja das ATS Wheel Video gezeigt. Übrigens kann ich jetzt hier das ja auch machen, rein theoretisch. Mal andere Felgen drauf drehen. Habe ich jetzt vorhin nicht dran gedacht bei der Werkstatt. Ich musste nämlich reparieren. Habe ich nicht gemacht. Müssen wir mal ein andermal machen. Alter! Junge, müssen wir ein andermal machen, da schrauben wir die drauf, weil ist mir gerade aufgefallen, man sieht hier auch jetzt, wenn man zu schnell fährt, ist halt ETS und ATS haben sie halt gleichzeitig mehr oder minder reingemoddet, damit die Leute auf dem gleichen Stand sind. So, da hinten der blaue Trailer ist halt, den wir anhängen müssen. Dann gucken wir mal kurz, er lädt natürlich immer ein bisschen länger, weil ist klar, die Map braucht halt. So, da seht ihr schon die Fahrt bis nach hier hinten. Bis nach Sheffield. Die nehmen wir auch an. Ich weiß nicht, ob ich die Tour
heute in einmal schaffe, weil die ist schon ordentlich. Aber ansonsten machen wir das ja sowieso in Parts. Hauptsache der Betonmischer dreht sich da die ganze Zeit, lol. Alles klar. Da ein bisschen gelaggt gerade. So, rückwärts ran. Komm schon. Na komm. Komm. Und andocken. Vorwärtsgang rein und ab geht die wilde Fahrt. Wir hatten letztens rausgefunden, ich habe ja da vorne diese komische Dashcam angebracht. Da war ja auch bei diesen Zusatzaccessoires mit drin. Und da ist der Mats hier ein bisschen gefahren zum Ausprobieren und so. Und ja, er hat dann eiskalt einfach mal gemerkt, dass wenn ich rechts lenke, nimmt die Dashcam auf und nach links nicht. Jetzt geht die gar nicht. Ich habe keine Ahnung. Also er ist immer so nach rechts gefahren und da hat die gefilmt. Nach links hat sie nicht gefilmt. Ich weiß es nicht. Rum das Ruder. Jetzt haben wir ja... Uiuiui. Das ist doof. Wenn ich wild drehe, kann ich schlecht die Taste drücken für nach vorne. Also ich sollte beim Einschlagen definitiv die Sicht auf Standard lassen. Ja, ich finde das geil, dass da die Anzeige rot wird, wenn ich zu schnell fahre. Das haben die auf jeden Fall gut gemacht. Odin. Ja, heute ist Montag. 14 Uhr. Heute, Montag. Kommt der erste. Darf ich nur 30 fahren? Kommt der erste Part von Was ist das beste Rallye-Spiel? Und ich habe das in drei Parts unterteilt. Das sind drei verschiedene Spiele. Aktuelle Spiele, die mit ja, Rallye zu tun haben. Also die Top 3 Rallye-Spiele für mich jetzt. Ist ja, wie gesagt, mal aus meiner Sicht dann natürlich. Und ja, die kommen jetzt Montag, Dienstag und Mittwoch. 14 Uhr jeweils. Könnt ihr ein Part sehen von den Spielen. Und falls euch das dann interessiert, beim, ja, ich vergleiche die Spiele halt immer ganz normal, weil wir suchen ja welches das beste Spiel. Und beim letzten zeige ich dann noch die Preise und ja. Das kommt auf jeden Fall auch noch die Woche jetzt. Könnt ihr euch auf jeden Fall auch mal reinziehen. Die Videos sind nicht so lang. Ich teste halt hauptsächlich Demos einfach an von den Spielen, weil ich mir nicht jedes Rallye-Spiel einfach kaufe. Weil wir wollen ja wissen, welches das Beste ist und ob sich das lohnt. Eins von den dreien habe ich halt auch schon original. Und ja, das seht ihr aber alles, wenn ihr euch das anguckt. So, reißen wir mal das Ruder hier rum. Ich finde es so geil, man ist mit Lenkrad so scheiße schnell in den Kurven. Ich liebe das. So, Leute, ich muss auf die Bahn. Macht ihr mehr Platz? Sehr schön. So, das Licht ist an. Ich weiß gar nicht, habe ich überhaupt noch die Hupe irgendwo, oder? Ich weiß schon gar nicht mehr, wo ich alles habe hier. Da ist Motor an, war das Hupe? Ja. Okay. Ja, ich habe dann alles ein bisschen umgebaut, weil ich jetzt hier auch den Scheibenwischer. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, ich muss hier links, ich muss nach links. Puh. Ja, aber seht, ne, hier sind wirklich die Autobahnabfahrten und so, alles wie man sich das wünscht. Ey, pro Mods, Leute, pro Mods, geil. Muss man sich zwar anmelden auf der Webseite für Pro Mods, um dann da downloaden zu können, aber ihr müsst rein theoretisch ja überall, World of Trucks und wo auch immer. Man muss sich überall anmelden. Ihr meldet euch kurz auf der Pro Mods Seite einfach an und easy going. Runterladen oder ihr kauft einen Download-Link, damit ihr noch einfacher habt und dann auf jeden Fall wisst, dass das funktioniert. Das habe ich jetzt gemacht. Ich habe mir einfach für einen Euro oder für einen Dollar einen Link quasi schicken lassen und mit dem Link habe ich das Paket dann komplett runterladen können. Das ist dann halt einfacher. Ansonsten müsst ihr die Mods teilweise selber suchen und wenn dann da wieder irgendwas nicht stimmt und passt, dann auf den Ärger hatte ich keinen Bock. Ich wollte das einfach haben. Ich wollte das starten und gib ihm und das funktioniert auch.
Roastmap muss ich noch updaten. Da haben wir momentan noch immer die Version 1.6 am Start. Die Version 1.6.1 ist aber raus. Da muss ich einfach nur mal runterladen und updaten. Das werde ich dann jetzt auch die Tage machen. Genauso wie die Pro-Mods. Da werde ich gucken, ob da mal langsam ein Update gekommen ist jetzt. Alter, was ist da los? Was ist da los, Junge? Muss man halt immer gucken. Die Sachen, die ihr gerne spielt, da solltet ihr auch gucken, wenn die gemoddet sind. Wenn ihr jetzt einen LKW speziell gerne fahrt oder so und habt den reingemoddet, achtet drauf, wenn Updates kommen, Alter, wenn da Updates kommen, achtet darauf, dass euer Mod aktuell ist, sonst könnt ihr den nicht mehr fahren, ja. Ich habe hier vorhin, wo ich gestartet habe, kamen erstmal ein paar Meldungen, dass zum Beispiel von der Pro-Mods die Trailer und so gerade nicht mehr funktionieren. Gut, dann kannst du trotzdem starten, das ist ja nicht das Problem, dann sind die halt aus. Aber er hat dann automatisch, dadurch, dass der Safe Game vorher mit Mods war, meldet er dann aus Sicherheitsgründen, weil ja ein paar Mods aus sind, bricht er deine aktuelle Fahrt ab, setzt dich zurück und du stehst dann an der Werkstatt zum Beispiel. So, das Problem daran ist, hätte ich jetzt vielleicht vorher alles selber geupdatet, das heißt die Mods auch auf dem aktuellen Stand gemacht, hätte es sein können, dass ich einfach hätte weiterfahren können und alles wäre gut gewesen. Jetzt habe ich es nicht gemacht, jetzt kann ich, ja. Jetzt habe ich ein Safe Game, wo die Mods irgendwie aus sind und, oder die nicht gingen, und da muss ich jetzt einfach gucken, dass ich dann ein Update kriege und dann ist das gut. So, wir werden mal einfach wieder Soulstar ein bisschen schneller fahren. Da passt ja richtig gut, ne? Der linke Spiegel, dass der im Spiegel gerade ist, so. Sehe ich gerade. Sieht echt gut aus. Nee, ich fahre gerne mit beiden Spiegeln angezeigt. Und dann ist das ein wenig praktischer, wenn ihr mit Lenkrad fahrt, weil ihr habt einfach nicht die Zeit, jedes Mal da hinten rechts rüber zu gucken. Wie sollt ihr das machen? So, wir fahren jetzt hier mit dem Affenzahn die Autobahn runter. Das ist einfach geil. Guck mal, wie geil man einfach, ne, mit dem Lenkrad hier halten kann, das macht schon Spaß. Also gerade Simulatorenspiele allgemein so. Fahrsimulatoren natürlich. So. Es macht einfach Spaß, Leute. Es macht Spaß. Ja, und ich hatte gesehen, bei Maximus hatten die Leute ihm schon einen schönen Trailer und so gebastelt. Wenn jemand hier zuguckt und wirklich Ahnung davon hat, ich fände das mal richtig geil, wenn einer schafft, mir einen Trailer zu bauen, wo mein Banner drauf ist. Mein Banner von beiden Seiten so, vielleicht noch irgendwie mein Logo, keine Ahnung, auf jeden Fall mein Kanalbanner. Der wäre richtig geil, wenn den irgendeiner... Oh, da kommt einer angeschossen. Oh Gott, Bremse! Bremse, Junge! Rüber! Das wäre richtig geil, wenn sowas geht. Irgendwie, weil ich habe da mal reingeguckt, wie das funktioniert mit dem Editor und dann einen eigenen Mod dann... Ja, dafür spiele ich zu wenig, um jetzt zu sagen, ich will jetzt mir das ganze Spiel irgendwie umändern und mach mir da Gott weiß welche für Mods rein. Aber vielleicht so einen kleinen Trailer oder so machen, wär schon lustig. Weil da müsste ich halt wieder gucken, wie ich den Trailer finde, weil ich ja auch Trailer hier reinmodde und dann muss ich halt immer gucken. Ist halt manchmal immer eine Suche, wenn man zu viele Mods nutzt. Aber so ist das halt. So, bei der nächsten Tanke werden wir dann den ersten Stopp einlegen. Dann haben wir auf jeden Fall eine gute Zeit. Und die Tour machen wir auf jeden Fall weiter. Ich ändere dann erstmal nichts daran, damit der Safe Game auch bloß weiter beständig ist. Das ist echt dumm, ey, dass dann man da immer zurückgesetzt wird. Ne? Ich habe halt in England, da muss ich selber auch noch dran denken, dass ich dann in England mir auch eine Werkstatt hole. Ich muss nämlich jetzt immer... Berlin ist das einzige, was ich habe, wo ich dann so starten kann. Und da muss ich immer komplett rüberfahren. Ich fände das halt geil, wenn ich dann zum Beispiel hier in Sheffield mir die Garage kaufe. Und wenn dann zum Beispiel was abjuckelt, abraucht, kann ich wenigstens eine Schnellreise zu der Werkstatt machen, ne? Oder zu der Garage, um dann dort wenigstens wieder zu starten. So, wir müssen rechts. Er auch.
So, und gucken wir nochmal schön. Oh ne, die Lücke passt. Komm. Die Lücke passt. Raus. Die Lücke passt auf jeden. Vibriert so schön in der Hand. So. Motors an. So, jetzt sind wir nicht mehr auf der Autobahn. Jetzt muss ich mal gucken, wo wir hier mal eine kleine Rast gleich machen. Die ganzen Wackelfiguren. Ne? Ja, ne, ich habe das ganze Podest da voll mit Wackelfiguren. Und wenn ihr bei Mats mal zuguckt, der Mats hat alles voll mit Wimpeln. Da geht sein Scania oder womit er durch die Gegend fährt. Das flabbert da durch das Bild. Wow. Wow. Alter. Oh, vor mir fährt so ein schöner Chrom-Tanker. Finde ich auch mal geil. Alter, der reißt aber auch rum, das Ding da. Ah, das ist der Tempomat gewesen hier, die Taste, okay. Das war Licht, das sind die Blinker. Ansonsten habe ich auch nichts Großartiges mehr. Na doch, da, Fernlicht. Fernlicht. So, wie sieht hier aus mit einer Parkmöglichkeit irgendwo? Oh, da, Einkommen da. Saskia hat Geld verdient. Super. Hier, hier, hier. Jawohl, ja, ja. Die hinter mir direkt alles stehen geblieben. Du bist bekloppt oder was, Junge? Karre aus. So, Leute. Dann machen wir mal hier kurz den Bildschirm ein bisschen safe. So, würde ich sagen, mit den schönen Ausblicken auf unseren Truck hier, sehen wir uns in der nächsten Folge morgen. Und ich sag mal, haut rein, euer Soul Cruiser. Ciao!